Ja, danke schön für die Einführungsworte. Danke schön auch an Herrn Aldejohann für die Einführung. Wahrscheinlich brauche ich jetzt gar nicht mehr ganz so viel zu sagen, weil einiges kann ich nur noch mal bestätigen. Aus Sicht der Naturwissenschaften hat Herr Aldejohann ja davon gesprochen, es gibt den Übergang vom Gasförmigen zum Flüssigen. Für die Grundschule, den Übergang Englisch von der Grundschule in die Sekundarstufe, sehen Sie das kompliziert, das kann ich verstehen. Dennoch gasförmig ist der Englischunterricht in der Grundschule bestimmt nicht mehr. Es ist seit langem eine Realität, die allerdings leider noch nicht so richtig flüssig läuft. Das Einzige, was vielleicht flüssig ist, ist vielleicht der Schweiß auf den Stirnen aller ernsthaft Beteiligten an der Sache. Frau Kloppenburg hat schon gesagt, ich darf über alles reden, nur nicht über 15 Minuten. Deshalb versuche ich mich jetzt kurz zu fassen. Und wenn das hier funktioniert, möchte ich Ihnen in 10 Thesen meine Vorstellungen, wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Englisch in der Grundschule und darüber hinaus Übergang zur Sekundarstufe erläutern. Und ich wusste nicht, dass Sie mit einem naturwissenschaftlichen Beispiel starten, aber von daher ist ja der Titel Und sie bewegt sich doch aus der Naturwissenschaft vielleicht ganz hilfreich. Und vielleicht kann ja die Naturwissenschaft auch der Geisteswissenschaft hier noch etwas helfen. These 1, Englisch in der Grundschule, Effekt gleich Null. Der Spiegel hat dann aber nicht mehr ein Ausrufungszeichen oder ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Offensichtlich war Ihnen das selber nicht so richtig klar. Also ich beziehe mich hier auf den Artikel im Spiegel 4 2009, der so für alle sich mit der Thematik beschäftigenden Wissenschaftler, Lehrkräfte, Eltern wahrscheinlich erstmal ein gewisser Schock war. Und die Frage ist, Spiegel steht nicht alleine. Es war auch die Zeit, no murks please. Oder die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die schreibt, can you say useless? Ich stelle dann die Frage, was ist denn eigentlich das Ziel von Grundschulenglisch? Also wenn man sagt, Effekt ist gleich Null, wie sieht da das Ziel aus? Und auch, was in dem Artikel nicht angesprochen wurde, wie wäre denn der Effekt nach dieser kritischen Betrachtung von Englisch in der Sekundarstufe? Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, wo Effekte vielleicht erkennbar sind. Ich vermute, dass der gleich zu sehende Sprecher und zu hörende Sprecher noch kein Englisch in der Grundschule hatte. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Ich behaupte frech, hätte dieser Sprecher Englisch in der Grundschule gehabt, wäre das nicht passiert. Denn eins, was wir definitiv sagen können, ist, dass im Bereich der mündlichen Sprachfähigkeiten, insbesondere im Bereich der Phonetik, der Phonologie, doch einiges Gutes erreicht worden ist bisher. These 2. Wer früh lernt, lernt leicht. Das hört man immer wieder, sowohl in der Wissenschaft als auch an Stammtischen. Oder die Gegenthese gleich hinterher, die sollen doch erstmal bitte richtig Deutsch lernen, bezogen auf alle Kinder, also die monolingual deutsch aufwachsenden, aber insbesondere auch auf die Kinder mit Migrationshintergrund. Hier lässt sich sagen, und das hat Herr Aldejohann auch schon angesprochen, die Hirnforschung weiß, dass frühes Lernen durch die Elastizität des Hirns, durch die Entwicklung des Innenohres und so weiter sehr hilfreich ist. Allerdings ist das frühe Lernen an sich keine ausreichende Bedingung. Das heißt, nur weil man früh anfängt, ist das nicht unbedingt erfolgreich, sondern dann ist auch die Frage, wie wird das gemacht. Nach dem 6. Lebensjahr spielen außer dem Beginn, denn das Zeitfenster, der Critical Period ist dann zu Ende, eben auch ganz wesentlich andere Rahmenbedingungen eine Rolle. Ganz kurz zusammengefasst zur Hirnforschung kann man aber sagen, früher Unterricht nutzt die hochaktive Entwicklungsphase. Herr Spitzer sagt, das gleichzeitige Reifen und Lernen gewährleistet, dass überhaupt komplexe Zusammenhänge gelernt werden können. Und Frau Pelzer-Karpf sagt, früher fremdsprachlicher Input kann Tempo und Muster der metasprachlichen Entwicklung positiv beeinflussen. Sie sehen, die Wissenschaft ist vorsichtig, sie sagt kann und es liegt eben nicht nur am Eingangsalter. These 3. Mit ein paar Spielchen und Liedern lernt man keine Sprache. Das hört man sehr oft von Vertretern der Sekundarstufe. Die Frage hier ist,
Es gibt eine gewisse Verunsicherung immer noch, auch obwohl wir jetzt inzwischen, glaube ich, 6 Jahren Englisch ab Klasse 3 in der Grundschule haben, jetzt in diesem Schuljahr ja auch ab Klasse 1. Und die Frage ist, woran liegt diese Verunsicherung? Einerseits kann man sagen, sicherlich ist der Zauber des Anfangs des Englischunterrichts genommen. Ich bin selber 10 Jahre Englischlehrer gewesen in der Sekundarstufe und war, ohne dass ich viel dazu tun musste, immer der beliebteste Lehrer in der Klasse. Wenn man diese Diaries, die Poesiealben anschaut, Lieblingsfach war immer Englisch. Nicht, weil ich das so toll gemacht habe, sondern weil Englisch was Neues war. Guckt man in der 6. und 7. Klasse, waren dann auch schon andere Fächer ab und zu das Lieblingsfach. Also hier ist der Zauber des Anfangs in der Sekundarstufe genommen und das führt natürlich dann auch zu diesen Verunsicherungen. Andererseits führt auch zu den Verunsicherungen, dass leider immer noch bestimmte Gesprächshürden da sind und dass auch gar nicht so viel über die jeweils andere Schulform bekannt ist. Das heißt, die Sekundarstufenlehrer, nicht alle, aber viele, wissen gar nicht so ganz genau, wie geht es in der Grundschule vonstatten. Aber ich mache hier keine Sekundarstufenlehrer-Schelte. Guckt man in die Grundschule, These 4, die hört man oft die These, Vokabeltests und Pauken, das ist doch wohl nicht kindgemäß. Hier wieder das gleiche Problem, Verunsicherung, weil die Sekundarstufe sagt, die Primarstufe sagt, wir sind ja nicht die Vorinstanz der Sekundarstufe. Sie sagten vorhin, glaube ich, wenn ich es richtig habe, Englischunterricht in der Grundschule ist nicht ein Mini-Abklatsch des Englischen in der Sekundarstufe. Das heißt, wir haben verschiedene Konzepte. Wichtig ist, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Deshalb denke ich, ist so eine Tagung wie heute, wo Vertreterinnen und Vertreter beider Schulformen im Raum sind und da miteinander reden können, auch sehr, sehr wichtig. Meine Lieblingsthese ist These 5. Die können ja noch nicht mal richtig schreiben. Ich zeige Ihnen hier mal, wie schrecklich das aussieht. Gucken Sie sich das an. Good luck in Germany. Germany klein geschrieben. Future, sehr interessant geschrieben. Vielleicht wäre dieses Training der Lautschrift die ersten 3 Wochen da auch hilfreich. Nein, wäre sicherlich nicht hilfreich gewesen. Oder gucken Sie hier. It was nice to know you, N-O. Und so weiter. Wirklich schrecklich. Ich muss Ihnen allerdings sagen, das sind 11-jährige Muttersprachler des Englischen, die meiner Tochter, als wir nach einem halben Jahr England-Aufenthalt wieder nach Hause gefahren sind, diese Briefchen geschrieben haben. Das heißt also, hier stelle ich die Frage, welche Maßstäbe sollen wir anlegen? Welche Bewertungskriterien gelten für Fremdsprachenlerner in einem Land, in dem diese Sprache nicht Landessprache ist? Wieso messen wir also Grundschulkinder oder auch in der Sekundarstufe unsere Schülerinnen und Schüler häufig mit einem strengeren Maß, als muttersprachliche Kinder gemessen werden würden? Gegenthese zu, die können ja noch nicht einmal schreiben, wäre, Schrift im Englischunterricht der Grundschule hat da nichts zu suchen. Ich frage mich, wenn das so ist, dann müssten wir unseren Grundschulkindern die Augen zubinden, denn man kann nicht blind durchs Leben gehen, egal wo man hingeht. Ich habe nur 2 Klicks im Internet gesucht und Sie können auch jeden Edeka, Marktkauf, Rewe oder was auch immer Prospekt aufschlagen, wenn Sie dann die Chicken Nuggets da sehen, was sogar in Nordengland so gesagt werden dürfte, oder die American Pizza oder was auch immer. Also das heißt, Schrift kann man aus dem Grundschulenglisch sicherlich nicht raushalten. Die Frage ist, wie geht man damit um? Es gibt die didaktische Regel, man muss erst ein Lautbild gefestigt haben. Wir haben hier dieses Problem der Phonem-Graphem-Relation, dass Englisch anders geschrieben wird, als es gesprochen wird. Dennoch ist es so, dass Schrift eine ganz wichtige unterstützende Rolle spielt und auch der neue Lehrplan für Englisch in der Grundschule, zumindest ab Klasse 3, dann auch den aktiven Umgang mit Schrift einfordert. These 7. The boy is loafing home. Soll das etwa Englisch sein? Ja, es ist Englisch. Es ist nicht das Englisch, was die Zielsprache ist, aber wenn man sich anguckt, was hier passiert ist, dieses ist ein Originalzitat aus der Evaluation. Ein Schüler nach dem 4. Schuljahr hat genau diesen Satz bei einer Bildbeschreibung gebracht. Und wenn wir angucken, was passiert ist, ist dieser Junge, ich glaube es war ein Junge, hat die Grundregeln der englischen Sprache verinnerlicht. Er kann SVO, the boy is loafing home. Das Verb ist eben noch etwas eigenartig vielleicht. Es ist mit dem ing als Verbmarker markiert. Loafing ist dann die Idee war ja, dass das Kind nach Hause läuft. Also hier diese Idee, wir wollen Englisch sprechen. Ich weiß zwar noch nicht, was das Verb heißt, aber ich betone es etwas Englisch und ich mache ein ing dran, weil das ist sowieso für mich der Verbmarker. Diese ing-Geschichte, das machen auch englische Muttersprachler. Natürlich nutzen die dann
nicht unbedingt solche Verben. Was aber passiert ist, was man hier sehen kann, sehr viel im Kopf der Kinder. Sie machen sich Gedanken, sie lernen implizit und das zeigt uns auch, dass Kinder keine Papageien sind. Oft wird von dieser Imitationsfreude gesprochen, dass Kinder gerne imitieren, was sie gesagt bekommen. Das stimmt auch zum gewissen Teil, aber sie imitieren eben nicht nur. Ich gehe davon aus, dass keine Lehrkraft diesen Satz diesem Jungen vorgesprochen hat. Aber trotzdem hat es dieses Kind gemacht. Damit kommen wir zum nächsten. Schauen wir uns hier an, was Lightburn und Spada für den muttersprachlichen Erwerb des Englischen festgestellt haben. Eine ähnliche Situation der Regelbildung, wenn Sie sich angucken, wie schön der Tisch gedeckt ist. Der Junge ist sehr stolz. I put the plates on the table. Und Sie sehen, was mit Korrekturen passiert. Auch hier sozusagen meine Entlastung für Lehrkräfte bei der Schulform. Sie müssen nicht jeden Fehler korrigieren, weil wenn Kinder oder Lerner nicht bereit sind, im Sinne von der psycholinguistischen Lernerbereitschaft überhaupt dazu schon imstande sind, diese Fehler zu erkennen, dann werden sie ihre Korrekturen auch gar nicht unbedingt verstehen können. Wie man hier sieht, das Kind wird korrigiert. Es sieht nicht die morphologische Korrektur, sondern die semantische Korrektur und ist dementsprechend natürlich empört. Hier geht es um das Konzept der Lernersprache. Ich habe ein Bild von dem Kulturbahnhof in Kassel gewählt. Das ist von einer der letzten, nein, das ist schon ein paar Jahre her, eine der Dokumenta-Ausstellungen hatte, Man Walking to the Sky. Die Idee ist, die Entwicklung der Lernersprache geht auf einer festen Bahn. Heute Nachmittag im Workshop werde ich da noch etwas Genaueres dazu sagen. Das heißt nicht, dass man nicht auch vielleicht noch ein Stückchen wieder zurückrutschen kann, aber man ist eben auf einem Weg von einem Initial State zu der Target Language oder wie Sarah Connor mal gesagt hat, von Zero to Hero. Und irgendwo dazwischen sind dann die Kinder, die wir in unserem Unterricht finden. Das heißt, wenn Sie also Fehler finden im Unterricht, sind das nicht unbedingt Hinweise darauf, dass das jetzt besonders renitente oder faule Schülerinnen und Schüler wären, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass da im Kopf viel, viel mehr passiert, als wir uns manchmal vorstellen. Deshalb These 8, ohne Fehler kein Erwerbsfortschritt. Das heißt, vorhin wurde es auch schon gesagt, kommunikative Wende, Message before Accuracy, das ist ganz wichtig, aber trotzdem kann man Fehler auch in verschiedene Bereiche unterteilen. Also erstens gibt es hier eine in der Wissenschaft etablierte Entwicklungssequenz des Englischen als Zweitsprache und Sie finden dann solche schrecklichen Sätze wie where she went, what you want, ist alles ganz schrecklich und falsch im Sinne der Zielsprache, ist aber sehr richtig und es stellt eine Mehrleistung von Lernerinnen und Lernern dar in ihrer Entwicklung der Lernersprache. Beispiel aus dem Erstsprachenerwerb des Deutschen. Als ich noch Referendar war, hat meine damals 16 oder 17 Monate alte Tochter gesagt, Papa, Schule fährt. Und ich war sehr stolz. Ich habe nicht gesagt, oh Gott, das Kind kann gar kein Deutsch. Ähnlich ist es auch im Zweitsprachenerwerb. Außer, und das Problem, was wir dann haben, ist natürlich, in der Grundschule haben wir nur 2 Stunden in der Woche für den Input. Im Muttersprachenerwerb hat das Kind natürlich deutlich mehr gehört. Also das heißt, wir müssen mit den Fehlern umgehen. Es gibt gute, es gibt schlechte Fehler. Da gehe ich aber heute Nachmittag im Workshop etwas genauer drauf ein. These 9. Grundschulenglisch, völlig unerforscht und viel zu früh. Das kann man grundweg verneinen. Es wurde in der Presse oft der Eindruck erweckt, als ob das noch völlig aus der Luft gegriffen war. Ich habe Ihnen einfach nur ein paar Namen, ein paar Studien hier hingeschrieben von Menschen, die daran arbeiten. Natürlich ist die Frage, wo geht der Weg hin? Wollen wir eher produktiv, also mündlichen Sprachgebrauch? Wollen wir eher rezeptiv? Es fängt mit dem Rezeptiven an, zuerst hören, dann sprechen und so weiter. Und wir können heute sagen, wissenschaftlicher Fakt ist, Kinder bringen aus der Grundschule, wenn Sie sich an diese Folie eben erinnern, wo ich gesagt habe, da gibt es so verschiedene Strukturen. Es gibt, wir kennen momentan 6 Stufen des Zweitsprachenerwerbs Englisch und Kinder nach 2 Jahren Grundschulenglisch in Nordrhein-Westfalen bringen definitiv die Stufe 2, manche sogar die Stufe 3 mit und das liegt an Teilen, gerade im produktiven Bereich, sogar über dem Referenzrahmenniveau A1. Letzte These, wir sind auf dem richtigen Weg, aber der Weg ist steinig, oder? Mit den gasförmigen und flüssigen, es läuft noch nicht alles flüssig. Wichtig ist, Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Andererseits müssen wir aber auch berücksichtigen, sprachwissenschaftlich, zweitsprachenerwerbsforschungsmäßig, was geht in den Köpfen von Kindern vor und was können Kinder zu bestimmten Zeiten tun. Hier wäre mein Appell, der Lehrplan hat da einiges vorgelegt, der neue Lehrplan. Es muss in einigen Lehrwerken noch nachgezogen werden. Nur weil etwas im Buch steht, heißt es nicht, dass Kinder das können. Also wenn man sich das Bild hier anschaut zum Thema Laufen lernen, niemand erwartet von einem Krabbelkind, dass es Hürdenlauf macht. Andererseits erwarten wir häufig von unseren Fremdsprachenlernern, dass sie Strukturen produzieren können, aktiv.
und spontansprachlich, die Sie aufgrund Ihrer sprachlichen Entwicklung noch gar nicht produzieren können. Das heißt, was wir brauchen, mein letztes Wort für heute in diesem Eingangsstatement wäre, wir brauchen eine Verzahnung von Spracherwerbsforschung, von den Ergebnissen der Spracherwerbsforschung und der Sprachdidaktik. Denn es darf nicht missverstanden werden, Spracherwerbsforschung an sich ist eine eher linguistisch angehauchte Wissenschaft, die sich nicht unbedingt um die Schule oder um das schulische Fremdsprachenlernen kümmert, sondern erklärt, was passiert im Gehirn, im Kopf der Lernenden. Darauf aufbauend müssten wir dann in der Fachdidaktik gucken, wie können wir diese Prinzipien nutzen und wie können wir es unseren Lernerinnen und Lernern leichter machen, die fremde Sprache zu lernen. Ich danke Ihnen.